ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Ringen des serbischen Tennisprofis Djokovic um eine Teilnahme an den Australian Open ist beendet. Das Bundesgericht in Melbourne bestätigte die Entscheidung der Regierung, dem Weltranglisten-Ersten das Visum zu entziehen. Der Fall hatte weit über den Sport hinaus für Aufsehen gesorgt. Australien lässt in der Regel nur Ausländer einreisen, die gegen Corona geimpft sind. Eine mögliche Ausnahme für den ungeimpften Tennisstar löste kontroverse Diskussionen aus. Spiel, Satz und aus für Novak Djokovic, der Tennisstar auf dem Flughafen von Melbourne. Ausreise nur Stunden nach der Urteilsverkündung. Die Entscheidung der drei Richter einstimmig. Die Annullierung seines Visums war rechtens. Eine Begründung soll nachgereicht werden. Djokovic muss die Kosten des Verfahrens tragen. Der Titelverteidiger ist nicht gegen Corona geimpft. Seine Ausnahmegenehmigung bei der Einreise war daher umstritten. Gerade hier in Melbourne mit seinen extrem strengen Pandemieregeln. Es muss doch fair zugehen. Selbst 12-jährige Kinder mussten sich hier impfen lassen, um den Sport, den sie lieben, ausüben zu dürfen. Er ist für sie doch ein Held, zu dem sie aufschauen. Es muss fair bleiben. Und Premierminister Scott Morrison kommentiert: Ich begrüße die Entscheidung, die unsere Grenzen stark hält und Australien beschützt. Fans von Djokovic hatten vor dem Gerichtsgebäude die Entscheidung im Livestream verfolgt. Kurz danach das Statement der Nummer 1 der Tenniswelt. Er sei extrem enttäuscht, aber er respektiere das Urteil des Gerichts. Es sei ihm unangenehm, dass sich zuletzt alles um seine Person gedreht habe. Seine Heimatstadt Belgrad muss die Nachricht aus Melbourne noch vor dem Sonntagsfrühstück verdauen. Entsetzen und Mitgefühl. Der Tennisstar ist hier ein Held, überlebensgroß. Das Urteil kratzt auch am Nationalstolz. Australien sollte sich schämen. Das ist einfach nicht fair. Ich habe Mitleid mit Novak als Tennisspieler und als Mensch. Novak, Serbien steht hinter dir, titeln Zeitungen. Der Präsident spricht von Folter und wirft dem australischen Gericht politische Motive vor. Sie haben eine Hexenjagd gegen Novak Djokovic organisiert. Das Ganze war so unnötig, wenn man bedenkt, dass der Mann 9-mal die Australian Open gewonnen hat. Der Weltranglisten-Erste auf dem Weg nach Dubai. In seinem Statement vor der Abreise heißt es, er hoffe, dass sich nun wieder jeder aufs Tennis konzentrieren könne. Zumindest in diesem Punkt dürften sich alle einig sein. Deutschland stehen nach Einschätzung von Gesundheitsminister Lauterbach schwere Wochen durch die Omikron-Welle bevor. Lauterbach warnte in der Bild am Sonntag davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Er rechne damit, dass die Klinikeinweisungen von Corona-Patienten wieder steigen. Die Krankenhäuser spüren bereits erste Auswirkungen auf den Normalstationen. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gass sagte der Augsburger Allgemeinen, es gebe eine Zunahme in manchen Regionen wie Bremen, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 52.504 Neuinfektionen gemeldet. Das sind etwa 16.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz hat mit 515,7 einen neuen Höchstwert erreicht. Sie liegt damit erstmals über der Marke von 500. Auch in Israel sind die Corona-Zahlen auf ein Rekordhoch gestiegen, vor allem wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante. Die Regierung hat inzwischen einen Strategiewechsel vollzogen und viele Einschränkungen aufgehoben. Israelis können wieder reisen und auch Restaurantbesuche und Partys sind wieder möglich. Wiedersehen in Tel Aviv. Bar ist extra aus dem Süden Israels angereist, um zu feiern. Kneipen und Clubs haben die ganze Nacht geöffnet. Der vorgeschriebene Impfausweis wird nicht mehr ganz so streng kontrolliert. Alles fast wie früher, sagt Bar. Ja, die Infektionszahlen steigen, aber für mich ist das nur noch eine Grippe. Auch am Flughafen Tel Aviv ein neues Bild. Einreise erlaubt für alle, die geimpft sind. Nur ein PCR-Test ist noch Pflicht. Doch von Normalität in dem kleinen Land keine Spur. Die Zahl der Neuinfektionen auf Rekordhoch. 54.000 Fälle pro Tag, das entspricht einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 3.000. Viele Krankenhäuser sind zu über 80% belegt.
Der Premierminister spricht heute vom Auge des Sturms, das man nun erreiche. Strengere Maßnahmen lehnt er bislang ab. Omikron hat fast jedes Haus, viele von uns erreicht. Es gibt viele Fälle, auch hier in der Regierung. Aber wir sind auf diesen Moment vorbereitet. Wir werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um das Gesundheitssystem und die israelische Wirtschaft am Laufen zu halten. Inzwischen hat das Land mit der vierten Impfung von Risikopatienten und Menschen über 60 begonnen. Auf den Straßen wird es zunehmend leerer. Viele Menschen bleiben zu Hause aus Vorsicht oder weil sie positiv getestet sind. Israel hat einen Kurswechsel hingelegt. Nach knapp 2 Jahren mit strengen Lockdowns und Einreisestopps will die Regierung nun mit möglichst wenig Beschränkungen durch die nächsten Wochen kommen. Doch für den Fall, dass der Druck auf die Kliniken weiter wächst, schließt sie auch einen neuen Lockdown nicht komplett aus. Ein Wintereinbruch im Nordwesten Syriens trifft tausende Flüchtlinge in der letzten Rebellenhochburg Idlib hart. Die Camps in der Provinz stehen nach tagelangem Regen unter Schlamm und Wasser. Nachts sinken die Temperaturen auf Werte um die 0 Grad. Die Zelte sind oft undicht, Gas zum Heizen gibt es kaum. Im syrischen Bürgerkrieg sind Hunderttausende vor den Bomben der Kampfjets in die Region Idlib geflohen. Sie leben in Zeltlagern und sind auf Hilfe von außen angewiesen. Safa al-Hassan kämpft gegen die Kälte mit Nadel und Faden. Stoffdecken sollen ihr Zelt besser abdichten. Das improvisierte Camp bei Kafr Uruk im Nordwesten Idlibs versinkt nach tagelangem Regen in Matsch. Nachts sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt. Vor 5 Jahren floh Safa al-Hassan mit ihren Kindern vor den Bomben der syrischen Armee aus Aleppo, kämpft seither ums Überleben ihrer Familie. Es ist schlimm für uns. Wir müssen Müll verbrennen, um uns warm zu halten. Die Zelte sind nicht wasserdicht, es regnet rein. Ich habe nicht genug Geld, um die Familie durchzubringen. In Idlib sind Millionen Menschen auf Hilfslieferungen angewiesen. Die Provinz im Nordwesten Syriens ist die letzte Hochburg der Aufständischen. Eingeschlossen von Assads Truppen und immer wieder Ziel von Luftangriffen. Hunderttausende Flüchtlinge aus allen Landesteilen leben in Camps. Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. Viele Zelte sind überflutet, einige unter der Wasserlast zusammengebrochen. Andere brennen ab, weil zum Heizen Feuer entzündet wird. Tausende Familien sind in der vergangenen Woche obdachlos geworden. Im Welternährungsprogramm aber fehlen die Mittel, sie alle zu versorgen. Wir mussten unsere Lebensmittelhilfe für Millionen Familien in Nordwestsyrien in den vergangenen Monaten kürzen. Die Situation könnte kaum schlimmer sein. Zwischen Fluten, Mangel an Benzin und Gas sowie Lebensmittelknappheit. Am schlimmsten trifft die Kälte Kinder. Viele zittern unter den eisigen Temperaturen, leiden unter Lungenentzündungen, hoffen, dass die Welt sie nicht ganz vergisst. Der angeschlagene britische Premier Johnson kämpft in der Affäre um den Bruch von Corona-Regeln um den Verbleib im Amt. Nach Informationen der Zeitung Mirror gab es im Amtssitz des Regierungschefs nicht nur vereinzelte, sondern regelmäßige Feiern, und zwar auch als strenge Kontaktbeschränkungen während der Pandemie galten. Johnson, so heißt es weiter, wolle nun offenbar mehrere Mitarbeiter entlassen. Die Opposition forderte den Premier auf, zurückzutreten. Unterstützung erhielt Johnson vom Generalsekretär seiner Partei, Dowden. Er sagte, es habe Fehler gegeben, einen Grund für einen Rücktritt sehe er aber nicht. Im US-Bundesstaat Texas hat das FBI eine Geiselnahme in einer Synagoge gewaltsam beendet. Nach stundenlangen Verhandlungen drangen Bundespolizisten in das Gebäude in der Stadt Colleyville ein und befreiten 3 Festgehaltene. Bei dem Einsatz sei der Geiselnehmer, ein 44 Jahre alter britischer Staatsbürger, erschossen worden, teilte die Polizei mit. US-Präsident Biden sprach Stunden später von einem terroristischen Akt. Das Motiv ist noch unklar. Unterwasser-Vulkanausbruch im Südpazifik. Die Eruption ereignete sich gestern 65 Kilometer von der Hauptstadt des Inselstaates Tonga entfernt, die von einer 1,20 Meter hohen Flutwelle getroffen wurde. Die Regierungschefin des Nachbarlandes Neuseeland, Ardern, sprach von erheblichen Schäden. Das genaue Ausmaß sei wegen gestörter Kommunikationsverbindungen unklar. Eine Tsunamiwelle breitete sich aus. Noch an der Küste des mehr als 10.000 Kilometer entfernten Peru gab es Überschwemmungen.
Der italienische Modedesigner Nino Cerruti ist tot. Wie sein Unternehmen bestätigte, starb Cerruti im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont. Cerruti galt als Pionier der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert. Als Erbe einer Stofffabrik gründete er 1957 sein erstes Herrenbekleidungsunternehmen. Cerruti kleidete auch Hollywood-Stars ein und war zeitweise offizieller Designer des Formel-1-Teams von Ferrari. Bei der Handball-Europameisterschaft in der Slowakei hat Deutschland einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde gemacht. Das DHB-Team gewann in Bratislava mit 34:29 gegen Österreich. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Große Freude bei den deutschen Handballern. Ohne den gestern Abend Corona-positiv getesteten Julius Kühn hat Deutschland allerdings in der ersten Halbzeit mehr Probleme mit Außenseiter Österreich als gedacht. Zufrieden kann Bundestrainer Alfred Gislason zunächst nur mit Till Klimke, dem EM-Debütanten im deutschen Tor, und dem kurzen Zwischensport zum 7:6 nach 15 Minuten sein. Das Angriffsspiel der neu formierten deutschen Mannschaft danach wenig überzeugend. Die Österreicher konsequent in Tempo-Gegenstoß. Zur Pause 16:15 vorn. Vor 2000 Zuschauern in Bratislava startet Deutschland mit einem schönen Campertrick und einer deutlichen Leistungssteigerung in die zweite Halbzeit. Vor allem dank des mit 9 Treffern herausragenden Timo Kastening wird Deutschland am Ende seiner Favoritenrolle doch noch gerecht. Siegt mit 34:29 und spielt jetzt am Dienstag um den Gruppensieg gegen Polen. Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga haben sich Arminia Bielefeld und Greuther Fürth 2:2 getrennt. Auch das erste Sonntagsspiel zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt endete unentschieden mit 1:1. Wieder geführt, wieder nicht gewonnen. Oliver Glasner und die Frankfurter starten mäßig in die Rückrunde. In Augsburg gehen die Gäste nach einem Fehlpass von Dorsch, der diese Torchance überhaupt erst einleitet, nach 22 Minuten in Führung. Kamada ist es, sein zweites Saisontor, erneut auswärts und erneut auf Vorlage von Boré. In dieser Phase sind die Hessen das bessere Team, verpassen es allerdings, den Vorsprung auszubauen. Lindström an dem Pfosten, knappe halbe Stunde vorbei. Danach dreht der FCA aber die Begegnung, wird offensiv stärker und kommt durch Gregoritsch zum Ausgleich. Der Österreicher clever gegen Frankfurts Torwartdebütanten Ramay, der insgesamt dabei ein gutes Spiel abliefert. Markus Weinzierl und der FCA hätten den Sieg ebenfalls noch perfekt machen können, ähnlich wie die Frankfurter zuvor, vergibt aber auch Niederlechner kurz vor dem Abpfiff eine klare Möglichkeit. Das 1:1 am Ende leistungsgerecht in dieser interessanten Partie. Die Tabelle: München auf Platz 1 mit 6 Punkten Vorsprung auf Dortmund, dahinter Leverkusen, Hoffenheim und Union Berlin, Frankfurt ist 8. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Mainz vor Bochum, Wolfsburg auf Platz 14 vor Augsburg. Bielefeld klettert auf den Relegationsplatz, auf den direkten Abstiegsplätzen nun Stuttgart und Greuther Fürth. Beim Zweierbob-Weltcup der Damen im schweizerischen St. Moritz gewann Kim Kalicki mit Anschieberin Lisa Buckwitz. Nach dem ersten Lauf lag die Pilotin aus Wiesbaden auf Rang 3. Dank Bestzeit im Finaldurchgang gelang noch die Fahrt nach ganz vorn. Insgesamt war es ein deutscher Dreifacherfolg. Auf Platz 2 kam der Bob von Mariama Jamanka vor Laura Nolte. Da dies ein kombinierter Wettbewerb aus Weltcup und Europameisterschaft war, ging EM-Gold ebenfalls an Kim Kalicki und Lisa Buckwitz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Januar. Das Sturmtief, das nach Russland zieht, beeinflusst das Wetter in der Nordosthälfte. Im Südwesten hoher Luftdruck und ruhiges Wetter. In der Nacht im Südosten sowie im Bergland etwas Schnee oder Schneeregen, zum Teil Glatteisgefahr. An der Ostsee schwere Sturmböen. Am Tag Regenschauer, im Bergland Schneeregen und Schneeschauer, in der Nordosthälfte Sturmböen bis ins Flachland. Später von der Ostsee her sonnig, auch im Südwesten etwas Sonne. In der Nacht 6 bis 1 Grad, im Süden oft leichter Frost, am Tag 0 bis 9 Grad, am kühlsten ist es im Süden. Am Dienstag am meisten Sonne vom Hochschwarzwald bis zu den Alpen, sonst viele Wolken, in der Mitte und im Süden einzelne Schauer. Am Mittwoch vor allem im Osten und Süden sonnige Momente, von Norden neuer Regen. Am Donnerstag ist es windig und nasskalt.
Um 23.15 Uhr hat Karin Josker diese Tagesthemen für Sie. Der getriebene Präsident, warum Joe Biden so viele Anhänger enttäuscht hat. Und gegen Armut und Einsamkeit, Vesperkirche hilft Obdachlosen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.